Hallo Leute, also willkommen in Bärchens Backstube. Heute wollen wir mal ein ganz leckeres Weißbrot backen, diesmal ganz anders. Mit Schmand, da bin ich ja mal gespannt. Nicht mit Butter, sondern mit Schmand. Hier habe ich schon mal reingemacht, hier 500 Gramm Mehl vom Typ, da steht's drauf. 405. Also die Hersteller da von diesen Mehltüten, die müssten die mal immer ein bisschen besser zukleben, unten am Boden. Da kommt immer das ganze Mehl raus. Musste vorhin erstmal alles wegwischen. Man hat nur Mehl rausgeschüttet, dann die Tüte abgestellt und puff, kommt da unten das ganze Mehl raus. Also das gibt's ja gar nicht. Die haben das alles so schlicht zugeklebt. Nicht mehr so sorgfältig wie früher. Naja, dann haben wir hier noch so ein Stückchen Hefe. Also so ein Stück Hefe, das reicht vollkommen. Da, und dann sind 100 Milliliter Milch. Hier ist mein Becher Schmand. Schmand. Dann ist noch hier in diesem Mehl habe ich schon rein getan ein Teelöffel Zucker und ein Teelöffel Salz. Und hier, da sind noch zwei Eier. Das wird dann alles mehr da als Mehl. Kommt da alles mit rein. So, dann wollen wir mal erstmal anfangen hier. Dieses kleine Stück Hefe, das habe ich jetzt hier in dieser lauwarmen Milch reingetan und dann werde ich so lange rühren, bis sich alles aufgelöst hat. Jetzt werde ich erstmal das hier ein bisschen vermischen. Das Mehl mit dem Zucker und Salz erstmal so ein bisschen vermischen. Also los geht's. Einschalten. Nachdem ich jetzt das Mehl alles vermischt hatte mit dem Zucker und Salz, habe ich jetzt hier die beiden Eier reingemacht. Denn vom Schmand, das ist also ein 200 Gramm Becher, da habe ich vielleicht noch 50 Gramm übrig behalten. Das werde ich gleich auslöffeln. Lecker. Da werde ich mich gleich beimachen. Und jetzt wird alles durchgemixt. Und dann immer noch nach und nach die Milch mit der Hefe. Oder man kann eigentlich auch alles auf einmal reinkippen. Das will ich mal gleich machen. Jetzt haben wir alles hier reingeschüttet. Und jetzt werde ich mit diesem Mixer da, werden wir das alles ordentlich vermischen und dann vielleicht noch mit der Hand durchkneten. Mal sehen. Also jetzt haben wir alles ordentlich durchgemixt. Mit dem Mixer da, mit diesem Knethaken. Und jetzt muss man wohl mit der Hand alles noch ordentlich durchkneten. Na dann viel Spaß, das mache ich nicht. Das macht jemand anders. Da bin ich ja mal gespannt, wie das wird. Also ich muss sagen, das macht ganz schöne Arbeit. Gott sei Dank brauche ich das nicht machen. Da wird in der vom Zusehen vom Flecht. Oh, dieses Geknete. Die muss man wirklich lange durchkneten. Ja, irgendwas wollte ich Ihnen noch sagen. Ganz vergessen. Also wirklich wahr. Ich bin jetzt richtig ins Schwitzen gekommen. Obwohl ich nur zugesehen habe. Der muss jetzt abgedeckt werden und dann circa eine Stunde stehen lassen, bis er dann richtig hochkommt. In der einen Stunde, da kann ich ja erstmal Mittag essen. Ich habe nämlich schon einen Kohldampf. Ich habe erstmal hier oben die Lampe angemacht. Mann, das ist ja heute dunkel.
gar kein richtiges Licht hier. Das gibt's ja gar nicht. Ist ja auch draußen so dunkel. Also wenn ich so aus Fenster gucke, das ist ja heute schlimm andauernd. Regen, Sonne, Regen, Sonne. So, will ich mal mein Weißbrot weitermachen. Erstmal abdecken. Schönes Sonntagswetter. Ich hab schon einen Kohldampf. Was gibt's denn Schönes? Selbstgemachte Buletten mit Spinat und Kartoffeln. Lecker. Dann werde ich mal reinhauen. Und da hinten, da steht noch der Rest von diesem Schmand. Den werde ich noch auslöffeln. Aber erstmal das Mittagessen. Und nachher machen wir dann weiter mit dem Weißbrot. Ich warte so lange, bis der Teig hochkommt. Ich kann ja mal reinschauen. Also, er ist schon ein bisschen hochgekommen. Oh, der ist schon ganz gut hochgekommen. Also, Gott sei Dank brauchte ich das Kneten nicht machen, den Teig kneten. Weil das ist mir alles zu klebrig. Da verklebe ich mir mein ganzes Fell. Das geht ja gar nicht. So, und hier, da habe ich schon die Kuchenform, die Kastenform oder Kuchenform schon eingefettet, mit ein bisschen Öl eingefettet. Und jetzt werde ich den Teig da reinschütten. Da liegt da drin, der Teig. Jetzt stelle ich die Kastenform noch in den Backofen, der vorgeheizt ist, aber nur mit 60 Grad. Und dann lassen wir den mal so 25 Minuten drin stehen, damit er noch mal ein bisschen hochkommt. Okay. Oh, der ist ja ganz gut hochgekommen. Also das Weißbrot meine ich jetzt, nicht der Kuchen. Jetzt werden wir das mal rausnehmen, die Form, und dann oben einschneiden. Hier, da kann ja auch dann stehen bleiben. Einschneiden hier der Länge nach so. Und dann noch mit Wasser besprühen. Und dann werden wir den Backofen einschalten. Ich habe jetzt hier Umluft. Und 160 Grad. Ja. 160 Grad. Da steht's drin. Und das machen wir ungefähr 45 bis 50 Minuten. Muss man immer mal gucken. Oben hatte ich noch mit Wasser besprüht. So. Dann müssen wir abwarten. Bis nachher. Wow. Der sieht schon braun aus. Wie lange dauert es noch? 3 Minuten. 3 Minuten noch, dann kommt er raus. Na wunderbar. Sieht ja gut aus. Wie in so einer Bäckerei riecht es wieder. Da bin ich ja mal gespannt, wie das schmeckt. Aber das werde ich erst morgen früh sehen. Jetzt ist ja schon nachmittags. Und ich esse ja nur immer frühmorgens Brötchen oder Weißbrot. Na, da bin ich ja mal gespannt. Also ich sage dann wieder Bescheid. Wie immer. Also mein Frühstück für morgen ist gesichert. Hoffentlich. Naja. Was
sagen. Naja, wir werden abwarten. Bis morgen früh dann. Guten Morgen. Also ich muss sagen, das Brot ist wirklich gut geworden. Ein wirklich leckeres Weißbrot. Und auch diese Farbe, das ist so leicht gelblich, nicht so weiß, so blass, die man immer so zu kaufen kriegt. Das hat wirklich einen guten Geschmack durch diesen Schmand, der da drin ist. Das ist wirklich lecker. Ach, da werde ich gleich mal weiter essen. Also, bis zum nächsten Mal. Über einen Daumen nach oben oder ein Abo sogar, würde ich mich freuen. Also tschüss Leute, mal sehen, was als nächstes kommt. Honig ist drauf.